Willkommen heute mal zu einem ganz besonderen Angelvideo. Es war mehrfach gewünscht worden. Meine Freundin soll einen Fisch fangen. Ich verstehe, dass das in echt aufgrund von einigen nahrungsbezogenen Grundsätzen nicht geht. Aber es spricht ja nichts dagegen, einen digitalen Fisch zu fangen. Und deine erste Aufgabe wird jetzt sein, dir an diesem See einen schönen Ort zu suchen, wo du gerne einen Fisch fangen möchtest. Hallo. Los geht's. Ich finde es immer noch irritierend, dass man uns sieht. Und ich das jetzt gerade nicht sehe. Moment. Deine Maus ist ganz komisch eingestellt. Nö. Ich will kurz auf den Boden gucken. Lass mich, ich kann das. Also du kannst sowohl nach links als auch nach rechts, such dir irgendwo einen schönen Platz. Darf ich mich auch auf den Steg stellen? Darfst du auch. Kann man ins Wasser fallen? Nein. Gut. Blub. So. Jetzt guckst du erstmal schön den See an hier. Oh, sieht das nicht schön aus? Dein Bildschirm ist dreckig. Egal. So, als nächstes brauchen wir eine Angelrute. Das heißt, drücke bitte I. Jetzt drücke bitte, wir wollen ja, also wir wollen ja nicht mit der Bambusrute angeln, sondern mit dieser Rute wollen wir angeln. Damit. Ja, drück da drauf. So, jetzt, das alles können wir soweit lassen. Jetzt drück mal bitte auf den Regenwurm. Jetzt darfst du dir einen Köder aussuchen. Du möchtest mit Weißbrot angeln. Okay, Da muss ich es nicht merk schon. anfassen, das Eklige. Okay. ja, das heißt, jetzt mal kurz zur Erklärung für dich. Wir haben jetzt eine Angelschnur gewählt, wir haben da schon eine Pose dran montiert, wir haben schon einen Warte, Haken warte, dran. warte, Bose ist das Ding, was oben drauf schwimmt und runter Was dann geht, wenn wir. untergeht, Okay. genau. Das ist das Ding. Jetzt geh doch nicht weg. Ich gehe doch nicht weg. Du, doch, du gehst. Das ist das. Das ist das Ding. Ja, sowas habe ich doch schon mal gesehen. Sowas. Ja. Und da hängt dann unten ein Haken dran. Sowas. Toll. Schleichwerbung von Gamma Katsuhagen, die sind super. Man hat jetzt in diesem winzig kleinen Kamerabild bestimmt total viel Ja, gesehen. auf jeden Fall. Du darfst jetzt auf Benutzen klicken. Was hat eigentlich das, was Das ist? ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Grundmontage angelst und du möchtest da ein Vorfach dran haben zwischen Futterkorb. Ein Vorfach ist nichts anderes als ein extra Stück Schnur, meistens ein bisschen dünner als die Hauptschnur, wo ein Haken dran angebracht ist, damit die Fische das nicht so schnell raffen. Und es gibt halt fertig gebundene Vorfächer, weil viele nicht imstande sind, sich ihre Vorfächer selber zu binden. Du kannst das. Ich binde meistens selber, außer bei Blättchenhaken, das ist mir immer ein bisschen zu doof. Also die ganz kleinen Vorfächer fürs Köderfischangeln, die kaufe ich auch, weil das ist Quatsch, die selber zu binden. Du darfst es auf Benutzen Was drücken. bedeutet das? Ja, Also, man kann theoretisch ja auch Köder kombinieren, wie zum Beispiel Made, Mais und sowas. was benutzen? Ja, so. Jetzt hast du eine Angelrute in der Hand. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie tief könnte denn das Wasser sein? Wir sind in einem Uferbereich, also wird es nicht sonderlich tief sein. Ja. Mit den Tasten für Mal und Geteilt kannst du jetzt die Tiefe einstellen. So, wie tief wollen wir denn angeln? Woher soll ich denn das wissen? Also, Ich kurze denke so. Erklärung, die Fische, die wir hiermit voraussichtlich fangen werden, sind knapp über Grund. Und ich gehe mal davon aus, dass der Einstieg hier in den Teich nicht tiefer als 1 Meter ist. Ja, aber du hast auf 62 oder so Ich eingestellt. habe jetzt gar nichts, ich frage dich gerade, was ich einstellen soll. Wir gehen jetzt einfach mal von aus, hinter den Stegs sind ungefähr 1 Meter Wassertiefe. Wie tief würdest du es denn machen? Nee, nicht ganz 1 Meter. Genau. Probieren wir es mal mit 90. Ach, das sind Zentimeter. Ja, nicht 90 Meter. Reicht das? So, ja, wir Jetzt sind es aber probieren. Ist 89. egal. Nein, das ist nicht. Okay. Weil das ist eine sogenannte Wo ist es Feststellpose. hin? Das siehst du jetzt oben nicht, die hängt oben drüber. Da. Da ist es. Da Okay. wackelt's. So, jetzt guckst du in die Richtung, wo deine Angel ausgeworfen werden möchte. Nein, ins Wasser. Ja, so, und dann hältst du die linke Maustaste gedrückt, holst Schwung und lässt los. Das war zu weit, Ist ja oder? egal, nee, das geht schon. Mit Z können wir zoomen. Jetzt guckst du mal hin. Und jetzt siehst du ja den Schwimmer dort. Und was, wie war das? Wann hat ein Fisch gebissen? Wenn's wackelt, runtergeht. Zum Beispiel, genau. Und wenn es dann soweit ist, musst du dann erstmal wieder linke Maustaste drücken. Daraufhin zieht er das Ding hoch und du hast hoffentlich den Fisch dran. Also Wenn gedrückt aber halten. nicht, ja genau. Und dann mussten quasi eigentlich nur noch, je nachdem wie stark der zappelt, weil das sind hier eh nur kleine Fische, kannst du eigentlich durch gedrückt halten mehr oder weniger rannehmen. Beziehungsweise mit
Also mit der Taste kannst du dann noch so ein bisschen steuern. Das wirst du dann merken, wenn der erste Fisch dran hängt. Was? Wir gucken jetzt erstmal, ob die Tiefe und dein Angelköder hier überhaupt was fängt. Ob das überhaupt hier klappt. Guck da. Also muss ich jetzt warten? Ja. Das ist doch voll das langweilige Video. Nee, ist es nicht. Warum nicht? Weil wir ganz gespannt jetzt hier drauf starren, ob du was fängst oder nicht. Da fliegt was. Ja, das sieht aus wie ein Vogel. Du kannst auch theoretisch jetzt die Angel mal hochnehmen, dass du quasi die Schnur ein bisschen zu dir ranziehst. Das ging auch. Was heißt hochnehmen? Oh, das war ein bisschen viel. Egal, gucken wir mal, vielleicht beißt der direkt vor unseren Füßen was. Und wie gesagt, sollte gar nichts gehen, entweder einen Köder wechseln, Ortswechsel oder mit den Tiefen ein bisschen variieren, vielleicht mal mit 70 cm probieren. Du weißt jetzt also, wie das im Grunde genommen funktioniert. Und ich sag mal, so im Groben hat man so nach spätestens einer Minute im Wasser eigentlich zumindest ein Zupper, wenn was in der Nähe ist. Mhm. Spannend. Ganz spannend. Warum macht man sowas? Weil das Spaß macht. Ja. Und das Video hört nicht auf, bevor du einen Fisch gefangen hast. Im Notfall mach mal ein Würmchen dran, das geht meistens besser als Köder. Ich habe gesagt, ich mache nicht länger als eine halbe Stunde. Ja, darum haben wir keine Uhr eingeblendet. Ach. Na, bis es dunkel wird. Ja, genau, bis es dunkel wird. Das ist gut. Das ist, sind 20, 30, sind 30 Minuten oder 40 Minuten. In 8 Minuten stehe ich auf, in 7 Minuten. Toll. Hm. Also ich glaube, du musst mal ein bisschen an der... Oh, nee, warte mal. Guck mal, hast du gesehen? Ja. Oh. Und jetzt ziehst du hoch? Nein, 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 noch nicht. Erst, wenn es wirklich richtig beißt. Komm, geh nochmal richtig, richtig einen Schuss. Komm, jetzt drück. Ja, und zieh. Und drück halten. So, und jetzt? Hast du ein Rotauge gefangen von 10 cm? Okay, tschüss, Video zu Ende. Das ist jetzt dein Fisch, den können wir uns noch angucken. Guckst du hier? Kannst du mal Hallo sagen. Jetzt noch die große Frage, auf dem Fischmarkt anbieten oder freilassen? Ja, ich sag mal, 20 Stück von denen durch den Fleischwolf gehauen und du kannst Fischbuletten machen. Wie groß werden die Viecher? Ja, schon. Also die größeren werden dann schon so... Also das ist noch ein sehr kleiner. Also das größte Rotauge, müsste ich jetzt lügen, was ich gefangen habe, wird so um die 30 gewesen sein. Also... Freilassen. Ja. Möchtest du noch einen Fisch fangen? Oder nicht? Du musst nicht. Wenn du nicht möchtest, alles gut. Aber dann war das ein sehr kurzes Video. Ja, es geht. Probier mal, ob du noch einen Fisch fängst. Vielleicht beißt er sogar direkt der nächste. Und schnapp dich langsam das Angelvirus. Nein. Lustig ist es halt dann in echt, wenn du dann erst so eine Plötze dran hast und dann knallt dir auf einmal ein großer Karpfen rein oder sowas. Sowas wie den wir letztens verspeist hatten. Ohne dich. Nee. Aber ich sag mal so, dafür, dass du dir das antust, tue ich mir irgendwann 20 Minuten Sims an. Oh, guck, es beißt. Geh an die Tastatur. Maus. Und denk dran, ja, warten, bis es abzieht. Weil manchmal lassen sie auch wieder locker oder wollen dich zum Anhieb verführen, sozusagen. Ist doch spannend. Komm, wetten, dieses Video geht absolut viral. Das müsst ihr allen empfehlen, dieses Video. Das muss das beste Video auf dem Channel werden. Das würde ich mir wünschen. Damit wir mehr von solchen Videos machen. Doch, als nächstes spielst du dann mal ein Horrorspiel. Und wir machen immer so Freundin-Zock-Spiele. Ich habe doch schon Slender gespielt, reicht doch. Also bing bing in diesem Moment, Kanal. Komm, jetzt beiß doch mal richtig. Jetzt zieh. Aha, es war zu spät. Jetzt musst du erstmal richtig hochnehmen, kurz die Rute. Gedrückt halten. So, jetzt kannst du neu auswerfen. Ist das mein Köder? Ja, der schwingt nur noch ein bisschen nach. Das ist in Realität aber nicht so schlimm. Ja, ein bisschen. Aber sieht nicht so... Sei froh, dass du dich hier nicht so verfutzelst, wie manchmal in der Realität. Da hab ich doch gar nicht hingeguckt. Ich siehst du mal. Aber das ist auch so weit raus. Guck, du trägst auch, du bist hier irgendwo in Russland, trägst ein klassisches Holzfällerhemd.
Gibt es nichts Besseres auf der Welt. Hm. Du kannst ja nebenbei deinen Protagonisten was essen lassen, falls er Hunger hat. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ach so, ne, dann fangen wir jetzt erstmal an Fisch. Kann man Oder den Fisch braten. auch essen? Ne, die kannst du später auch zubereiten irgendwie. Das habe ich also noch nicht freigeschaltet. Aber es beißt schon wieder. Also sind wahrscheinlich ganz viele Plötzen am Eckchen. Aber es war doch eben ein anderer Fisch. Ein Rotauge, ja, das ist so ziemlich fast das Gleiche. Ich glaube gleich, beißt doch richtig. Was? Das ist doch eigentlich ein total. Warum spielt man sowas? Weil es Spaß macht. Also ich spiele es auch nur zwischendurch, muss ich ehrlich sagen. Ab und zu mal eine kleine Runde. Also das ist minimal. Ich habe vielleicht in diesem Spiel 10 Stunden Spielzeit. Gut, ich sag mal so. Deine Pose beginnt zu laufen. Guck auf deine Pose. Laufen. Laufen bedeutet, wenn die manchmal übers Wasser sich bewegt. Hast den echt auch. Tschüss. Jetzt? Ah. Das war nicht ganz so gut vom Timing. Also das erste Mal war definitiv beim besten bisher. Glückstreffer. Hm. Der schießt immer woanders Ist hin. egal. Du kannst auch ranzoomen, wenn du das möchtest. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, das Spielen ist ja die eine Sache, das ist ja schon langweilig genug, aber sich das dann von anderen auch noch anzugucken. Beleidigst du gerade mehr oder weniger meine Zuschauer? Nein! Du traust dir was. Würde ich nie tun. Nein. So, wir warten jetzt auf den nächsten Fisch. Guck mal, es ist erstmal kurz nach 8. Du hast noch ganz viel Zeit. Ist ja schon eine halbe Stunde an Mathe. Ja. Halt doch mal die Hände ruhig. Nee. Da ist wieder was auf Und Teig. wann muss ich das hochziehen? In dem Moment am besten, wo es richtig untergeht. Also Nein. war ich zu langsam. Ja. Und du hattest einen zu großen Bogen in der. Jetzt, jetzt, jetzt. Du hattest zwischendurch einen zu großen Bogen in der Schnur. Aber ich würde sagen, damit hast du deinen zweiten Fisch. Das ist also eine Schleife. Nee, eine Eine Karausche. Karausche. Der ist größer. Ja. Aber die wären auch größer, oder? Ein bisschen, ja. Die wären schon ein bisschen größer. Aber ich würde sagen, wir lassen sie frei. Weil ich finde, das wäre dann schon richtig, dass eine Vegetarierin die Fische freilässt. Und damit bist du, glaube ich, erlöst. Du hast zwei Fische gefangen. Aber wenn Aber man den fängt, kann man den doch auch essen. kannst du auch machen. Also musst du auf dem Fischmarkt verkaufen. Kann ich das jetzt machen? Kannst du machen. Dann musst du auf Setzcatcher gehen. Das ist er mitgenommen. Jetzt drückst du mal Tab, dann packt er die Angel weg. Das da. Ja. So, und jetzt musst du dich umdrehen. Und da ist dann irgendwo rechts von dir, da ist der Fischstand. Wo? Da. Da. Fischmarkt, genau. Warte. Oh Gott. Das heißt wohl Fischmarkt oder sowas. Ja, Roenock heißt Markt, weil Roenock Trudar heißt irgendwie Arbeitsmarkt. E. Da liegen Hechte. Ja? E. Was ist das ein Hecht? Sieht aus wie das. Ja, das sind Hechte. Und das? Oh, sind das könnten solche Karauschen sein. Und das? Sieht aus wie Plötzchen, was du vorhin gefangen hast, oder Rotaugen. E. Ja, guck mal, wir haben vom letzten Mal noch die Nuschelmuschel drin. Die ist schlecht. Die ist ja mittlerweile vergammelt. Die hat man so lange im Inventar gehabt. Kann ich das jetzt verkaufen? Ja. Da krieg ich 41 Cent für. Na. Rubel in dem Fall rein. Die schlechte Nuschelmuschel kannst du aber auch noch verkaufen. Aber was ist denn das Unterdings von da drauf? Ja. Das Unterdings von Rubel, weil Rubel ist ja das Große. Oh, Also quasi das frag mich nicht. Euro-Dingen. So, du hast erfolgreich geangelt. Herzlichen Glückwunsch. Irgendwie kann man später auch das Boot benutzen, aber so weit bin ich noch lange Ich will nicht. noch einen Fisch fangen und verkaufen. Das Verkaufen ist lustig. Na, dann fangen wir an, Ein Fisch. Schatten! Jo. Nochmal vom Steg? Okay. Ja, dann mache ich mir die Füße nicht so dreckig. Guck, meine krassen Boots da, die kann ich doch. Warte. I. Ja. Das da. Ja. Benutzen. Ja. Meine Nase juckt. Ja. Ist die. Und der Mensch bekommt langsam auch Hunger. Oh. Da auch, oder? Ja. Lebensmittel? Ich hätte das selber gefunden. Au. Ah ja, gut, Möhre geht immer. Die Sounds sind immer so cool. Kerl. Also ich würde jetzt noch ein Würstchen legen füttern.
Wo sieht man eigentlich jetzt? Jetzt sieht man. Das ist ja ein schlechtes Spiele-Design, wenn man. Nein, ein Göckchen. Und ein Brot. Gleich so ein ganzes Brot rum ja. Im Deck. So. Erfolgreich. Siehst du, erfolgreich gegessen. Guck. No, da. So fast toll. Satt. Oh, das füttert noch nach. Mhm. Kann man da auch fett werden? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ist die Höhe noch eingestellt? Ja, das ist die Einstellung, die du das letzte Mal hattest, die 90. Warte mal, wenn ich immer einen leichten Rechtsdrall habe. Haha! Ich werd besser. Du musst halt auch später beim Auswerfen und so, wenn du eine Route hast, wo du weiter auswerfen kannst, zum Beispiel auf die Windgeschwindigkeit achten. Jetzt gerade ist es windstill. Das ist wie im Echten, dann treibt natürlich auch immer die Pose ein bisschen ab. Aha. Du kannst auch die Pose zum Beispiel auf Grund legen und solche Experimente. Wie, aber dann sehe ich doch gar nicht... Nein, auf Grund legen bedeutet, der Köder liegt auf Grund und die Pose liegt auf dem Wasser. Und sie stellt sich dann hin... Die ist müde, die schläft ja, genau. Dann. Und die Pose stellt sich hin, wenn der Köder aufgenommen wird, weil dann quasi die Bleie wieder im Wasser sind und dann zieht sie ab, wenn der Fisch zieht. Vielleicht, also wenn irgendwann meine ganze Kameraausrüstung alles da ist, zeige ich das alles auch mal in echt, weil die Kamerafrau und Schnittfrau sitzt hier. Ich habe keine Zeit für so eine Späße. Kriegen wir alles hin. Hm. Du machst einfach ab nächsten Semester zwei Semester. Auf einmal bist du eher fertig und dann passt das. Hm, genau, ich denke. Es beißt, ruhig. Spannend. Ja. Ich lege einfach ein Urlaubssemester ein. Jetzt, zieh an. Aber die geht doch weg. Naja, wenn sie läuft. Hat sie gesagt, ist glaube wieder eine Karausche. Ja. Noch eine dicke Karausche. Die ist kleiner, oder? Mhm, die ist ein bisschen kleiner. Kannst du auch mal den Fisch, guck dir noch mal an. Wenn du gedrückt hältst, dann kannst du den Fisch so schön hin und her. Hallo, du hast mich doch letztens übrigens gefragt bei dem Fisch, wo kackt ein Fisch? Hm. Das siehst du jetzt hier nicht, aber hier hinten bei der Flosse ist so eine kleine Öffnung. Oder hinter der Flosse quasi. Also da. Ja, das ist hier ein bisschen doof dargestellt, aber also ja, so halbseitig. Und es hat den Effekt, da hinten kommen ja auch die Eier raus bei den Kleinen und die wühlen mit der Flosse hinten die Grube quasi den Grund auf und setzen dann da in ein kleines Loch ihre Fischeier rein. Und nicht die Kacke. Ja, kacken tun die einfach so, wenn sie kacken müssen. So wie du. Wenn du kacken musst, gehst du aufs Klo und kackst. Es glänzt. Mhm. Ja, man soll ja auch aufs Klo gehen, wenn man muss. Und solche Fische als orangene bzw. Goldkarauschen haben sie bei uns leider einen Tümpel reingesetzt wegen der doofen Kuga. Und jetzt haben die sich vermehrt wie nix. Es sind viel zu viele davon drin. So, jetzt entscheide ich aber mal. Mich meckerst du mal an, der Fisch soll nur ganz kurz draußen sein und du kannst dich nicht mehr entscheiden, ob mitnehmen oder freilassen. So egal. Ein Spiel darf das. Das ist genauso, wie man im Film nervige Kinder nicht braucht. Okay. Selbstkascher heißt mitnehmen. Ich weiß. Gut. Ich nehme die jetzt mit, weil ich will die verkaufen. Gut. Aber ich angle jetzt noch einen Fisch. Nein, das Spiel ist total langweilig. Das macht keinen Spaß. Was machst du? So weit wollte ich gar nicht rauswerfen. Ich kann das. Lass mich in Ruhe. Jetzt hast du halt einen ziemlich hohen Schnurbogen und daher kommen halt manchmal auch die Fehlbisse, logischerweise. Weil also halt, zieh es wieder raus. Ja, sag mal, hier vorne bietet es sich an, das nur mit so einem kleinen Flup nur. Genauso. Trotzdem viel Schnur. Ja, das ist schon okay. Mhm. Dann fang mal noch einen Fisch. Das Verkaufen ist interessant. Wieso ist da das interessant? Da ist gleich eins. Los! Hopp! Aber so, dass ich es mitkriege. Nicht zu schnell. Und nicht, wenn ich blinzel. Cool ist, wenn das in echt minutenlang so geht und die ganze Zeit an die Rute, an die Rute, an die Rute. Ach Leute. Fisch. Fischi. Fisch. Jetzt. Nee, fehlt es. Passiert. Ja, das ist ein bisschen sehr nah. Was machst denn du? Das lass es erstmal ein bisschen ausschwingen und guck ein bisschen höher. So. Jetzt schon wieder so weit weg. Ist egal. Aber dann ist es bestimmt nicht tief genug. Nein, das ist schon okay so. Kannst du wieder ausmachen mit Z. Nein, lass mich in Ruhe.
Oh, jetzt ist sie ja voll im Tunnel. Voll im Angeltunnel. Ey, was machst du Keine Ahnung. mit mir? Bist doof. Wir können das so machen. Ich zieh dir am Haar, wenn du Fisch beißt, so. Nein! Beiß! Nein! Ja! Ich mach gar nichts. Es dauert. Du, ich sitze manchmal Stunden um Stunden. Als ich den großen Hecht hatte, saß ich Stunde um Stunde um Stunde, bis es dann irgendwann mal geknallt hat. Manchmal Tag um Tag um Tag. Ich versuche das jetzt noch einmal, dann gehe ich den Fisch verkaufen, da habe ich keine Lust mehr. Okay. Guck mal ein bisschen freundlicher in die Kamera. Nein. Doch. Es geht doch nur um einen Fisch. Ein lecker Fisch. Vielleicht angelst du ja noch eine Nuschel. Eine Teichnuschel. Reicht doch, wenn ich die ganze Zeit nuschel und mich nicht gut artikulieren kann. Das stimmt. Nein, das ist schon okay. Wir haben schon jetzt den Status Unikat auf YouTube. Passt schon. Das war ein bisschen fehlbissmäßig. Dann auf zum Fischmarkt. Warte, ich muss die Angel loswerden, die nervt. Ich bin voll der Aber wie gesagt, für so ein Rasenratscher. Early Access Spiel ist es echt cool. Ich habe das ja auch in meinem Let's Play überall alles gelobt. Da ist Fischi Ist ja Fischi. noch Ja, weniger. die bringen auch immer kaum was, die Fische. Verkaufen. No. Gut, hast du fein gemacht? Deine Maus hat zu viele Tasten. Hast du fein gemacht? Geht aber, glaube ich, noch nicht. Kaufen Sie ein Ticket für die Anmietung eines Ja. Bootes der Kategorie B an der Genau. Bootsstation. Da kann man halt sowas kaufen, dann kannst du mit dem Boot fahren. Aber ich glaube, das kann ich mir auch noch nicht leisten. Wie kann man einen Screenshot machen? Irgendeine F-Taste. Mein Handy ist auf laut. F12. Das da. Jetzt hat's gemacht. Ja. Okay, gut. Das Dann war's. danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Aber ohne Freundin mich, angelt. nein. Nein, bis zur nächsten Folge, dann übernehme ich wieder das Kommando. Wir Männer haben erfahrungsgemäß mehr Erfahrung im Umgang mit großen Ruten. So, das lasse ich jetzt unkommentiert und tschüss.